Willkommen zurück bei Eternal Watches. Mein Name ist Andy und heute tauchen wir zusammen ab und sprechen über taube Ohren. Doch bevor wir starten, das Gewinnspiel ist vorbei. Danke an alle, die so zahlreich teilgenommen haben. Die Gewinner werden von uns innerhalb der nächsten Tage benachrichtigt. Doch starten wir jetzt mit dem heutigen Video. Wie einige von euch bereits wissen, gab es bereits im 19. Jahrhundert vereinzelt Uhren mit wasserdichten Gehäusen. Aber die eigentliche Entwicklung der taube Ohr begann im frühen 20. Jahrhundert. Ein Beispiel ist die Rolex Oyster, die 1926 eingeführt wurde und ein wasserdichtes Gehäuse besaß. Die präsentierte Rolex war, wie erwähnt, die erste wasserdichte Armbanduhr der Welt. Diese Revolution trug den Namen Oyster, aufgrund ihrer robusten und wasserdichten Konstruktion, die von einem Oyster-Gehäuse geschützt wurde. Das Oyster-Gehäuse war eine bahnbrechende Innovation, die aus einem Monoblock-Mittelteil bestand, das zusammen mit dem Boden und der Lunette verschraubt wurde, um eine hervorragende Abdichtung zu gewährleisten. Im Jahre 1953 stellte Blancpain mit der 50 Fathoms die erste speziell für Taucher entwickelte Uhr vor. Sie wurde in Zusammenarbeit mit französischen Kampftauchern entwickelt und setzte Standards für Wasserdichtigkeit. Die 50 Fathoms war eine der ersten Uhren, die eine Wasserdichtigkeit von genau 100 Metern, das entspricht 50 Faden, daher kommt auch der Name 50 Fathoms, erreichte. Sie zeichnet sich durch ein robustes Gehäuse, eine drehbare Lunette zur Messung der Tauchzeit und eine klare Ablesbarkeit unter Wasser aus. Die Blancpain 50 Fathoms hat einen legendären Status in der Welt der Taucheruhren und gilt als eine der begehrtesten Modelle für Taucher und Uhrensammler. Auch heute noch fasziniert die 50 Fathoms Uhrenliebhaber auf der ganzen Welt. Blancpain hat die Tradition fortgesetzt und präsentiert regelmäßig neue Modelle, die Erwartungen an Qualität und Innovation übertreffen. Die älteren Modelle haben einen hohen Sammlerwert und sind begehrte Stücke auf dem Markt für Luxusuhren. Ein Jahr später, also im Jahre 1954, legte Rolex mit der ersten Submariner-Uhr nach, die sich schnell als eine der ikonischsten und einflussreichsten Taucheruhren der Zeit etablierte. Die Rolex Submariner war eine Pionierleistung der Taucherindustrie und setzte die Maßstäbe für Wasserdichtigkeit neu. Diese betrugen nämlich stolze 200 Meter. Ihr robustes Oyster-Gehäuse, ihre drehbare Lunette zur Messung der Tauchzeit und ihre bemerkenswerte Ablesbarkeit machten sie zu einem unverzichtbaren Begleiter für professionelle Taucher und Abenteurer auf der ganzen Welt. Seit ihrer Einführung hat die Rolex Submariner zahlreiche Weiterentwicklungen und Innovationen erfahren, bleibt aber ihrem ursprünglichen Design und ihrer Qualität nach wie vor treu. Sie ist heute eine der begehrtesten und bekanntesten Uhrenmodelle und hat einen festen Platz in der Geschichte der Uhrmacherkunst sowie in meinem Herzen. In den 1960er Jahren wollte man immer größere Tiefen erreichen. Und so entwickelten Vorreiter wie Rolex oder Doxa Helium-Auslassventile. Diese wurden entwickelt, um den Druckausgleich während des Tauchens in großen Tiefen zu erleichtern. Während des Tauchens in Extremtiefen können Heliummoleküle in das Gehäuse eindringen, da sie kleiner sind als Wassermoleküle. Wenn Taucher dann wieder an die Oberfläche aufsteigen, kann das Helium im inneren Gehäuse gefangen bleiben und zu einem Druckaufbau führen, der das Uhrenglas herausdrücken kann. Das angesprochene Helium-Auslassventil löst dieses Problem, indem es einen kontrollierten Austritt des Heliums aus dem Gehäuse ermöglicht, während der Druck langsam abgebaut wird. Dadurch wird das Risiko von Beschädigung an eure Ohren minimiert. Das Helium-Auslassventil ist daher besonders nützlich für Taucher, die in professionellen Tiefseetauchmissionen involviert sind, bei denen sie längere Zeit in einer Druckkammer verbringen oder häufige Dekompressionstauchgänge durchführen. Zu finden sind diese Helium-Auslassventile zum Beispiel an der Omega Seamaster oder an der Rolex Sea-Dweller. Ab den 1980er Jahren entstanden Taucheruhren mit Chronographenfunktion, die sowohl für Sporttaucher als auch für professionelle Anwendungen geeignet waren. So zum Beispiel die Omega Seamaster Chronograph. Taucherchronographen sind spezielle Uhren, die die Funktion eines Chronographen mit den Merkmalen einer Taucheruhr kombinieren. Die Uhren sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen von Tauchern gerecht werden und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, Zeitintervalle präzise zu messen. Doch aus welchem Material sollte eure Taucheruhr gefertigt sein? Natürlich hat jedes Material seine Vor- und Nachteile. Am häufigsten wird Edelstahl als Material für Taucheruhren verwendet. Es ist robust, korrosionsbeständig und bietet eine hohe Haltbarkeit. Edelstahl-Taucheruhren sind bekannt für klassische Ästhetik und ihre Vielseitigkeit. Neben Edelstahl findet man häufig auch Taucheruhren aus Titan,
Denn Titan ist ein leichtes und langlebiges Material, das in der Tauchuhrenindustrie immer beliebter wird. Es ist korrosionsbeständig, hypoallergen und bietet eine ausgezeichnete Festigkeit. Titanuhren sind ideal für Taucher, die eine leichte Operation als Edelstahl bevorzugen. Wollt ihr eure Uhr nicht nur zum Tauchen, sondern auch im Alltag tragen, wie es die meisten tun, ist vielleicht Keramik für euch die ideale Wahl. Denn Keramik wird zunehmend als Material für taube Ohrengehäuse und Lünetten verwendet. Es ist kratzfest, leicht und behält seine Farbe und seine Oberfläche über lange Zeit. Keramikuhren haben einen modernen Look und sind besonders beliebt bei Tauchern, die eine Uhr mit schlanken und stilvollen Design suchen. Die Entwicklung der Taucheruhr spiegelt also die Notwendigkeiten und technologischen Fortschritte wider, um den anspruchsvollen Anforderungen der Unterwasserwelt gerecht zu werden. Heute sind Taucheruhren jedoch nicht nur funktionell, sondern auch ein modisches Accessoire für den täglichen Gebrauch. Zum Schluss interessiert mich noch brennend, was deine Lieblingstaucheruhr ist. Ist es die Rolex Submariner oder vielleicht doch ein komplett exotisches Modell? Schreib es mir unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Lass gerne noch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Kanal von Eternal Watches.